Einen wunderschönen in der letzten Folge. Wenn er dich erwischt, wirst du fürchterlich leiden. Genau, in der letzten Folge haben wir das Amulett gefunden als Anna und haben jetzt wahrscheinlich wieder den Traum, die Vision oder was auch immer von Fiona. Und wir sind jetzt hier in dem Raum und hier ist irgendwo... Rede mit mir! Ich sehe doch da jemanden rumstehen. Wir nehmen die leere Ölkanne. Schade, ich weiß nicht, was er alles mit dir tun kann. Was haben wir hier? Taschentuch. Das Ventil ist zu heiß, um es anzufassen. Da steht da der Doktor. Böse Mann macht mir Angst. Ist zu heiß? Geht das mit dem Tuch aufzumachen? Oh. Autsch. Jetzt ist das Glas gesprungen und die kleine Nadel ist rausgefallen. Ich werde dich nicht bestrafen, wenn du jetzt freiwillig rauskommst. Bestrafen? Die Nadel ist aus dem Gerät herausgefallen. Aha. Okay. Der Raum ist voller Fässer. Es riecht ein bisschen komisch. Die Kiste versperrt den Weg. Ich werde dir nichts tun. Lücke zwischen den... Ich werde dir helfen. Nee. Rette dich. Das ist, glaube ich, hier die Apparatur, oder? Die Nadel ist ganz schön spitz. Okay. Können wir damit irgendwas... Du kannst dich nicht ewig verstecken, Fiona. ...anpieksen? Jetzt ist ein Loch in dem Fass und die Flüssigkeit strömt raus. Oh, ich habe gute Absichten für dich. Das ist Öl. Nee, Ethanol. Da läuft diese übelriechende Flüssigkeit aus. Er will dich töten. Geht das? Jetzt ist die Kanne mit der komischen Flüssigkeit gefüllt. Die Ölkanne ist jetzt voll. Kann man das jetzt, Ich weiß doch, dass du da drin bist. Kann man das jetzt auf ihn anwenden? Fiona! Du musst klüger sein als er! Sei ein liebes Mädchen und komm raus zu mir. Der gefällt mir gar nicht. Okay, dann probieren wir es mal. Geht das? Verdammt, du elende kleine Göre, warte nur, wenn ich dich in die Finger kriege. Der Weg ist frei. Meine Geduld ist am Ende. Wo? Ach da. Hä? Ich krieg dich schon. Er will dich töten. Kann man hier Bodenluke? Komm, warte nur, wenn ich dich kriege. Ich kann dich hören. Mein Gott, was ist das hier für verwinkeltes... Du musst ihn besiegen. Du musst da stehen bleiben. Na los, jetzt. Ich will dich verkaufen. Und? Jetzt komm endlich da raus. Der soll doch bestimmt nicht. Moment. Nee, das ist nicht. Was haben wir denn noch hier? Oder er wird dich aufschneiden. Haben wir noch irgendwas anderes? Gleich bist du dran. Komm lieber jetzt raus, bevor es noch schlimmer wird. Halt, lauf nicht weg! Wo denn hier alles hin? Er ist böse. Nee.
krieg dich schon. Was haben wir denn hier alles? Wir haben ja Kohlenrutsche rauf. Hab mich nicht erwischt. Ich kann dir helfen. Was haben wir da hinten? Ein Schweinekopf? Es ist tot und es steckt ein Haken drin. Es ist tot und es steckt ein Haken drin. Mit der Schaufel komme ich an den aufgespießten Schweinekopf ran. Es ist okay. Tot und es steckt ein Haken drin. Oh, jetzt haben wir einen Haken. Kannst du dich nicht verstecken. Oh, hier ist noch ein Koffer. Was ist das? Ich kann den Koffer nicht aufmachen, ohne dass ich ein Werkzeug habe. Meine Geduld ist am Ende. Ein Schweinekopf bestimmt nicht. Ja, das eben. Das will ich mit dem Kopf nicht machen. Dann den hier, ne? Das Schloss hat nachgegeben. Jetzt kann ich in den Koffer töten. Der Koffer ist jetzt. Ach so. Plüschpantoffeln? Bestimmt, damit wir leiser sind. Ah. Jetzt sind meine Schritte viel leiser. Komm endlich da raus. Hör nicht auf ihn. Ja, wir hinterlassen kein Geräusch. Huch, nein, da lang. Warte nur, wenn ich dich kriege. Und klappt es? Jetzt machen wir natürlich keinen Krach mehr, oder? Moment. Okay, wir machen keinen Krach mehr. Obwohl diese Luke riesen mörderischen Krach macht, machen wir keinen Krach mehr. Kann es sein, dass wir dadurch, dass wir jetzt nicht zu hören sind, Moment mal, dass wir hier den Kopf, wir machen hier echt keinen Krach mehr. Und der steht jetzt da hinten, da. Na, dann lassen wir mal, geht das? Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt hier runter können, oder? Weil der steht jetzt direkt vorm Ausgang. Was haben wir hier? Ich probiere. Ach hier, was ist hier mit dem Weg? Aha. Jetzt sind wir wieder in der Ausgangsposition. Gut, weil jetzt können wir nämlich uns hier wieder durchquengeln. Und jetzt bleibt er nämlich immer noch stehen. Da ist der Kopf. Aha, da. Den hätten wir jetzt wahrscheinlich mitnehmen können, oder? Ja, ziehen wir den Hebel. Böses Mädchen. Böses, böses, böses Mädchen.
Problem. Hallo. Der brennt lichterloh. Ja, der brennt. Hey, ich habe wieder keinen Ton. Liebe Leute, das heißt, ich melde mich gleich wieder an der Stelle. Wir machen dann ein Zschht. Wenn das Zschht kommt, dann kommt die neue Folge. Bis gleich. Ja, willkommen zurück nach diesem kleinen Intermezzo. Jetzt hoffentlich mit Ton. Wir ziehen am Hebel. Dieser Ruben ist der Ofen, definitiv. Ich bin wieder zurück. Das Mädchen. Es ist gerettet. Ich habe es geschafft. Oh Gott. Feuer! Das ganze Schiff wird bald in Flammen stehen. Lex, ich muss zu ihm. Ja, nur aber Shell. Nur aber Shell. Da bist du ja. Ich dachte, du wärst tot. Die Dämpfe. Sie können völlig die Sinne vernebeln. Mir ist nichts geschehen. Lex, ich habe... Ich kann mich kaum bewegen. Wenn du nicht gekommen wärst. Aber nun bin ich hier. Hör zu, das Mädchen... Jetzt wissen wir es sicher. Das Schiff ist verflucht. Der Haken, hast du ihn? Können wir das Boot bewegen? Jetzt hör mir zu! Was? Ich habe das Mädchen wiedergesehen. Und gerettet. Geht es dir gut? Hast du vielleicht etwas von den Dämpfen abbekommen? Ach, die Dämpfe. Papalaplap. Lass uns schnellstens an die frische Luft kommen. Das Schiff brennt! Wenn das Feuer die Ethanolfässer erreicht, wird das Schiff explodieren. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ansonsten wäre ich hier sicher gestorben. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell. Ja, deswegen bin ich hier. Haken? Ja. Hier. Bitte, hilf mir. Alleine schaffe ich das nicht. Warte, ich helfe dir. Mit dem ist doch auch irgendwas. Wir müssen uns beeilen. Befestige den Haken, damit wir fliehen können. Aber wir brauchen unbedingt Trinkwasser. Vorher können wir nicht von Bord gehen. So, erstmal... Wie sieht's denn aus? Er steht unten. Okay, das heißt, Seil runter ist immer gut erstmal. Das brennt alles hier, das ist nicht gut. So, dann gehen wir schnell mal runter. Boah, wir kommen sowieso nicht groß weiter. Und machen hier das ab, ne? Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Kann man jetzt hier... Wo ist der Haken? Kann man den jetzt hier so ranmontieren? Ich habe den Haken an der Kette befestigt.
Genau. Damit sollte ich das Rettungsboot nun zu Wasser lassen können. So, Wasser. Wir haben ja hier noch den Emailletopf. Aus dem Rohr fließt ständig frisches Regenwasser in den Topf. Er ist innen emailliert und die Schicht scheint unbeschädigt zu sein. Können wir das machen? Das frische Wasser kann ich sicher noch gut gebrauchen. Genau. Das mit dem Maietopf, das war nämlich schon von Anfang an so, warum überall ist verdorrt, aber hier gibt's frisches Wasser. Also verdorrt hier, ne? Weißt du Bescheid. Schnell. Hast du Trinkwasser besorgt? Hier ist es. Warte mal, was ist das denn? Das ist doch Rattengift. Oh, das Schlafmittel, das Fiona den Matrosen verabreicht hat, ist bei den Flaschen dabei. Schlafmittel? Was redest du da? Das ist Rattengift. Nein, ich habe es doch gesehen. Fiona hat es in den Topf getan. Aber da sah es etwas anders aus. Wir haben keine Zeit herauszufinden, was du vielleicht gesehen hast und was nicht. Das Wasser ist wichtig und das haben wir. Los, an den Kran. So, ich speichere mal hier kurz ab. Spiel speichern. Jawohl. So, wir müssen das Seil hochziehen, nehme ich mal stark an. So, dann müssen wir einmal nach links drehen, ne? Oder? Das hin? Ich weiß gar nicht. Nee, Moment, Quatsch. Geht ja gar nicht. Zurück. Der Kran blockiert. Nach Der rechts. Lässt sich wohl nicht weiter nach links drehen. Und zwar, wir haben doch jetzt einen Haken dran. Guck mal, jetzt dreht er zurück, aber wir müssen den Haken erst noch nach vorne ziehen. Dann ist der vorne und wenn wir den dann, ne? Genau. Also, Seilführung nach vorn. So, jetzt aber. Und wenn ich jetzt nach links schwenke, müsste man den wegziehen können. Oh Gott. Tote, gekrümmte Körper. Oh mein Gott. Vier Tote. Die ganze Besatzung. Nur der Doktor nicht. Sie sind in dem Rettungsboot gestorben, bevor sie ihn abgelassen werden. Warte mal kurz. Was sagtest du über deine Vision? Mit dem Rattengift? Fiona. Nein, sie hat nicht... Sie hat diese Männer vergiftet. Deswegen haben sie es nie von Bord geschafft. Nein, Fiona hat sie nur betäubt. Mit dem Schlafmittel. Das war kein Schlafmittel. Sie hat alle getötet. Du hast in deinen Visionen eine Mörderin gesehen. Ich hab sie doch gerettet. Vor dem Arzt. Er wollte sie verbrennen. Hör auf damit, öffne die Augen. Das Mädchen hat sie getötet. Sieh es endlich ein. Und sie hat auch den Arzt getötet. Wer weiß, ob er wirklich ein böser Mensch war. Vielleicht war er hier, um dem Mädchen zu helfen. Und wegen dieser Geschichte ist der Kahn hier ganz bestimmt verflucht. Sie wollte doch nichts Böses. Wir müssen von hier weg. Das Schiff macht alle verrückt. Mary Celeste. Es steht auf dem Boot. Heißt so dieses Schiff? Das ist unmöglich. Die Mary Celeste ist spurlos verschwunden. Wovon redest du da? Sie war eine Brigantine. Es ist über 10 Jahre her, dass sie irgendwo im Atlantik spurlos verschwunden ist. Aha. Mit einigen alten Seefahrern unterwegs gewesen, die behaupteten, sie gesehen zu haben. Als Schatten im Nebel. Aber wer sein Schiff wendete, um der Erscheinung zu folgen, fand sie nicht. Geisterschiff. Okay. Und wir haben sie gefunden. Und wir haben es gefunden? Oder es hat uns gefunden. Und das ist die Besatzung? Bist du sicher? Schau sie dir an. Die sind alle seit vielen Jahren tot. Ein Schiff, das seit über 10 Jahren verschwunden ist? Ja. Und deine Geschichte von Fiona scheint zu stimmen, Anna. Die
ganze Zeit wusste ich nicht, was ich von dir halten soll. Aber du scheinst in Ordnung zu sein. Vielleicht sind wir ja Fiona. Wer also ist Fiona? Was du erzählt hast, ist wirklich passiert, hier auf dem Mary Celeste. Daher ist eigentlich die wichtigste Frage zur Lösung dieses Rätsels. Wer bist du? Was? Woher weißt du, was mit Fiona geschehen ist? Ich hatte diese Visionen. Aber warum ausgerechnet du? Alles scheint mit dir zusammenzuhängen. Ich habe keine Geister gesehen und auch keine kleinen Mädchen. Weil... Wie viele Jahre, sagtest du, ist das alles her? Bestimmt 12 oder 13 Jahre. Wieso? Wie alt war ich damals? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich muss etwa 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein, als dieses Schiff verschwunden ist. Ich war ein Kind, ein kleines Mädchen. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Was sind die Eltern? Das war ich. Oh Mann. Das war alles. Ich. Wovon redest du? Ich bin Fiona. Ich habe das alles getan. Ich bin schuld. Aber du heißt nicht Fiona, du heißt... Anna. So hat mich mein Ziehvater genannt, nachdem er mich adoptiert hatte. Er hat mir nur gesagt, dass ich ein Schiffsunglück überlebt hatte. Aber was davor war, daran konnte ich mich nie erinnern. Bis jetzt. Okay. Anna, wir müssen hier runter. Sofort. Sonst werden wir sterben. Ich kann mich an meine Familie erinnern. Anna! Das Haus in den Kolonien. Es hat gebrannt. Ich weiß, es ist jetzt schwer für dich. Aber an eine Sache kann ich mich nicht erinnern. Einen Bruder. Ich glaube nicht, dass ich einen Bruder hatte. Wer war die Stimme, die hinter der Wand zu mir gesprochen hat? Wer oder was war die Stimme? Lex. Lex. Was ist, Anna? Wir wissen jetzt, wer ich bin. Aber wissen wir auch, wer du bist? Ich habe keine Ahnung, von was du verdammt nochmal redest. Ich weiß, wovon du redest. Was? Was? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit dir stimmt etwas nicht. Deine Erinnerungen machen dir ganz schön zu schaffen. Du kennst meine Erinnerungen. Meine Gedanken. Was zur Hölle redest du da? Uns fliegt gleich das ganze Schiff um die Ohren. Du hast nie viel über dich erzählt. Wovon redest du jetzt wieder? Den Haken. Warst du damals schon hier? Warst du schon immer hier? Anna, hör auf damit, verdammt nochmal. Du machst mir Angst. Meine Eltern. Ich kann mich an sie erinnern. Aber nicht an meinen Bruder. Und Fiona hat ihn nie gesehen. Nur seine Stimme gehört. Es gab ihn nicht. Er war nur in ihrem Kopf. Wir müssen hier weg. Die Zeit drängt. Lass mich nicht zurück. Stimme war nicht. Kann es sein, dass das Auswirkungen hat auf die Story vom Spiel? Die Stimme war nicht die Stimme meines Bruders, sondern die des Schiffes. Anna, du bist wirklich verwirrt. Sieh dich um. Das Schiff brennt. Und alles, was zählt, ist, dass wir beide sofort durch die Tür dort gehen und das Schiff verlassen. Wir beide. Du und ich. Hör auf! Hör auf zu reden! Vertrau ihm. Oder wir befreien damit das Böse. Du bist nicht real! Das Ethanol! Es müssen die Dämpfe aus den Fässern sein, die das mit dir machen. Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt. Komm zur Vernunft. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann dir nicht helfen. Du musst mir helfen. Konzentriere dich und sei stark. Ich habe dir schon einmal den Weg gezeigt. Anna, hör mir zu. Das ist alles real. Du, ich, meine Schmerzen. Ich wünschte, wir würden uns das alles hier nur einbilden. Aber glaub mir, wir sind in großer Gefahr. Hilf mir endlich ins Boot. Wir müssen weg.
Es muss auf diesem Schiff enden. Ich gehe, du bleibst. Ich bleibe? Du willst mich in den Flammen sterben lassen? Anna, tu das nicht! Boah, immer dieses Hin und Her. Du kannst mich nicht mehr von meiner Entscheidung abbringen. Dann bring's endlich hinter dich. Ja? Okay. Das Schiff sinkt. Wieso sinkt es? Und das ist ja gleich alles gelöscht. Black Sails. Deck 13. Interactive. Governor and his family perish in Fury Inferno. Okay. Also sie ist bei einem Brand, die Familie ist gestorben, sie ist übrig geblieben und ist total aufgelöst, verwirrt. Der ehrbare Dr. Eduardo Juarez, Brain Surgeon, bla 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 bla, and the care of trauma. Ist Spezialist gewesen, der Doktor. Ein Captain eines amerikanischen Segelschiffs hat das Kind gerettet, ein kleines Mädchen gefunden auf hoher See unter mysteriösen Umständen. Geisterschiff gesichtet. The trading vessel Mary Celeste, missing since a year, still unfound despite alleged sightings. So wie es scheint, also ich habe stark die Vermutung, weil es jetzt sich auch hier wiederholt und nein, wegen den Dialogen. Ich habe stark die Vermutung, es gibt hier unterschiedliche Arten von Enden. Entweder schaffen wir es alleine oder gemeinsam oder wie auch immer rüber, um aufzulösen, wer wir sind, was wir sind oder ob wir überhaupt sind. Ich werde noch eine Folge machen mit möglicherweise, wenn es in die Richtung läuft, wie ich es denke, mit möglicherweise unterschiedlichen Enden. Und einfach schon, ich möchte es gerne wissen, was passiert. Ob wir dann jemanden Dämonisches freisetzen, der uns kontrolliert hat. Oder, naja, vielleicht hat er uns ja wirklich geholfen. Wir hätten ihn mitnehmen sollen, weil er uns geholfen hat. Das ist alles so eine ganz schwierige Frage. Wurden wir denn wirklich gesteuert oder dass der Doktor böse war? Man weiß es nicht so genau, ja? Es ist ja alles eine Sache der Einbildung. Schwierig, schwierig, schwierig. Ansonsten so im Allgemeinen, das Spiel ist recht kurz. Ich müsste mir jetzt so hochrechnen, diese Folge ist jetzt ein Tick länger, also was heißt ein Tick länger, die wird wahrscheinlich doppelt so lang sein, die werde ich nicht extra schneiden, aber es sind effektiv dann 8 Folgen, wenn ich mich nicht irre. Und für 8 Folgen, das sind 20, 30 Minuten, ist dann doch ein bisschen kurz, 4 Stunden Spielzeit, ist ein bisschen schade. Es war stellenweise und wirklich ungelogen. Es ist hier keine Hilfe verwendet worden. Ich bin selber darüber überrascht, dass das hier so einfach fluffig, Black Sails, fluffig über die Bühne ging. Es war stellenweise zu 95% zu einfach, diese Rätsel zu lösen. Word, so ist das. Sie waren zu naheliegend. Das war einfach, ja, was soll ich sagen? Das fand ich sehr schade. Storymäßig hätte man noch meines Erachtens eine große Menge draus machen können. Also richtig auch noch ein paar Stunden rausspinnen können mit noch ein paar mehr Schocker-Elementen.
Das kam mir im Endeffekt doch ein bisschen zu wenig und zu kurz rüber. Dass die Geistererscheinung, dass die einfach mal auftauchten. Warum tauchten sie auf? Vielleicht hatten sie auch irgendwas damit zu tun. Vielleicht hätte man mehr Wechsel machen sollen zwischen den Charakteren und dieser Vision. Ja, was hat es mit diesem Ofen auf sich? Warum ist dieser Ofen so gewesen? Beziehungsweise nicht der Ofen, ja, also der Ofen. Warum ist die Uhr so gewesen, wie sie ist? Warum ist das gut und böse in dieser ganzen Geschichte? Also Himmelspforte und warum gab es diese Geschichten? Das kommt gar nicht rüber, kommt gar nicht raus. Und das finde ich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das ist so, auch so halbfertig, so unfertig. Da fehlt irgendwas. Das finde ich schade. Gut vertont ist das Ganze. Pluspunkt, super. Wie gesagt, die Basisgeschichte hätte man noch viel mehr rausspinnen können. Grafisch, ja, ist okay gewesen, jetzt kein grafischer Überflieger, ein bisschen hakelig die Steuerung, die Kameraführung, aber ansonsten recht solide. Ist eine gute 70 von 100 Punkten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich bedanke mich dann an der Stelle bei euch, dass ihr mit reingeguckt habt, dass ihr vielleicht auch bis zum Ende geguckt habt und dieses Fazit hier mitbekommt. Wenn ihr es mitbekommt, schreibt doch einfach mal jetzt in die Kommentare, dass ihr es mitbekommen habt. Es würde mich mal interessieren, ob das irgendeiner bis zum Ende guckt. Deswegen meine Bitte darum, schreibt jetzt, ja, ich habe das Ende mitbekommen, ich habe das Fazit mitbekommen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Ich denke mal, der wird noch einige interessante Sachen für euch bringen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es nämlich nur noch wenige Stunden hin, bis ein neues Projekt nämlich startet, was sehr viel Freude, aber auch sehr viel Panik, Horror in Gänsefüßchen mit sich bringt. Und das ist nämlich, ich spiele mit dem Shigebon zusammen, ein Let's Cry Together, haben wir das einfach mal getauft, Koop Dead Space 3. Nicht verpassen. Es macht Laune. vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video, beim nächsten Adventure, was auch immer es sein wird. Wir lassen uns überraschen. Tschö mit Ö. Euer Firefox.